Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed Heat und wir machen wieder weiter. So, ich habe erfahren, dass der Spiel schon ein bisschen leiser war. Meine Stimme ein bisschen zu laut. Aber nun gut, kriegen wir schon irgendwie hin. So, wartet mal kurz, das tut doch nochmal ein bisschen lauter stellen. Noch ein bisschen lauter. So. So ist. Ne. So ist okay. Ich veranstalte manchmal abseits des Showdown ein paar Trainingsrennen. Ohne Druck. Es geht nur um Spaß und ein paar Preise. Außerdem kenne ich ein paar wilde Geschichten über Lucas. Klingt gut. Sehr schön. Ich melde mich, wenn das nächste Rennen ansteht. Bis dann. Okay, auf geht's. So. Okay, öffnen wir mal hier die Karte und gehen mal zu Anna. Okay, ist er gerade hier um die Ecke, weil er mal locker flackisch. Er hat immer noch kein Nitro. Ich muss mir einen Namen machen. Okay. Warte mal kurz, ist das ein Tuning Shop? Warte mal, gehen wir zuerst in den Tuning Shop, Leute. Vielleicht können wir ja ein Nitro kaufen. Fahren wir mal schnell hier durch. Kann ich da irgendwas machen? Ah, ich muss bestimmt hier vorne rein. Ja. Oder auch nicht. Okay, gut, dann machen wir jetzt einfach so. Schade, ich dachte, wir könnten jetzt irgendwie tunen, aber war leider nicht so. Ja, wie gesagt, ich habe mir letztes Mal ja den BMW M3 geholt. Und ja, ich bin echt froh darüber, den zu holen. Und ja. Mal schauen. So. Können wir ein bisschen weiter cruisen. So. Okay, mal sehen, was einer von uns hat. Schaut mal, was gut ist. Macht der einen Namen? Wir machen uns einen Namen. So. Hoffentlich hat euch der erste Part wenigstens ein bisschen gefallen, auch wenn der Spiel schon ein bisschen leiser war. Aber nun gut. So. So. Warte mal kurz. Tut mir leid, dass so oft machen. Ich kann ja noch ein bisschen lauter machen. So. So sieht es, glaube ich, besser aus. Habe ich ein bisschen lauter gemacht. Auf geht's hier hin. So, dann machen wir uns mal einen Namen. Oh, in der Nacht rennen, okay. Das ist auch ganz cool, dass man auch mal so in der Nacht rennen kann. Wartest du schon lang? Nicht wirklich. Cool, dann mal los. Wo fahren wir hin? Am Strand findet ein Rennen statt. Für die ganzen neuen Gesichter in der Stadt. Da kannst du zeigen, was du drauf hast. Okay, am Strand, okay. Machen wir doch. Wenn wir hier links abbiegen. Ist gut. Dieses Rennen ist eine Chance, mir einen Namen zu machen? Ja, ohne kommst du hier nämlich nicht weit. Du willst die Showdown-Kohle in bessere Teile stecken oder zu mehr Rennen eingeladen werden? Dann müssen dich die Leute kennenlernen. Und das schaffst du nur in der Nacht. Ja, schon, wir müssen sie ja ihr ja folgen. Nein, der steckt unter irgendeiner Motorhaube. Er hat einfach keinen Mumm mehr. Oh, Joe. Wir müssen rechts lang. Was soll der Scheiß, Rivera? Glaubst du, ich krieg's nicht mit, wenn hier ein Rennen steigt? Ich hat's gehofft, Kenny. Tja, Pech gehabt. Diese Anfänger kriegen von mir gleich mal einen Vorgeschmack auf die Speed Boys. Denkst du nicht, es nervt, wenn Typen wie du uneingeladen bei Rennen auftauchen? Wer auf diesen Straßen fährt, ist Freiwild. Hast du gehört, Greenhorn? Redet der mit mir?
Und wie ich mit dir rede, ich bin hier die Numero Uno. Vergiss das ja nicht. Hat er echt Numero Uno gesagt? Hat er. Also tu mir den Gefallen und besieg ihn, ja? Na klar, wir besiegen ihn. Jetzt nach rechts, wir sind fast da. Muss ich noch was wissen? Gehen da schon irgendwie hin, Leute. Na, fangen wir zum Rennen. Renny hat ein großes Mundwerk hier. Meint auch schon, dass er der Beste ist, aber... Alles klar. Dann ist mit mir gegen mich gefahren. Ich versuche dich während des Rennens zu filmen. Ich hoffe, du kriegst mein Heck gut drauf. Schieb ab, Kenny. Okay, wir müssen erster Platz werden. Oh, kriegen wir hin. Unseren BMW. Los geht's. Komm, wir haben halt noch kein Nitro. Aus dem Weg. Ja, machen wir. Ein Gegner ist Pinball. Monika, okay, Bo und... Okay, aber dafür, dass Anna meint, ja, wir sind dem schon richtig Gas geben, gibt sie ja richtig Gas hier. Hallo, warte mal. Ich dachte, ist soll hier der King sein, nicht du? Du hast dir doch schon einen Namen gemacht, ich nicht. Wenn du driften willst, versuch bei der nächsten Kurve einfach voll aufs Gas zu gehen. Okay. Oh. Ja klar, dankeschön fürs Anschieben. So. Ja gut, wenigstens kommen wir ran, das ist wenigstens gut. Oh. Das war knapp. Nein, nein, nein. Oh Mann. Natürlich muss er an den Auto knallen. Natürlich. Okay, ich muss hier doch noch ein bisschen üben. Oh, hier. Jetzt können wir gerade gut Speed aufbauen. Und wieder Platz 4. Platz 4 ist jetzt nicht so toll. Aber wir schaffen es noch. Kommt gerade mit gut Speed nach vorne. Und erster, sehr das nice. Passiert nicht noch mal. Sehr gut. 500 Meter noch bis zum Ziel. Oh, da haben wir das Rennen doch gewonnen. Locker flockisch hier. Locker flockisch. Sehr gut. Erste Nacht, erster Sieg. Das war nur Glück. Ja, wir sagen immer, man hat nur Glück. Ich habe krasse Shots vom Rennen. Ich kann's gar nicht erwarten, sie zu posten. Yo, guck mal da. Gefallen dir welche? Jeder einzelne. Ob die gegen mich fahren würden? Wohl kaum. Dauert noch eine Weile, bis sie dir eine Chance geben. Wer sind die? Die League. Die gibt's schon seit Jahren. Wenn der Showdown frisches Blut anlockt, tauchen sie auf und suchen nach neuen Talenten. Wer zu ihnen gehört, hat Zugang zu absolut allem. Geile Wagen, Rennen, Zubehör. Du fragst dich, warum wir jede Nacht hier sind? Das ist der Grund. Okay. Kriegen wir hin, Leute. Kriegen wir hin. Es heißt, Lucas war fast drin, hat aber gekniffen. Das passt zu ihm. So, gehen wir zum Unterschlupf. Schon eigentlich die Karte, sorry. Und dann, wir fahren noch ein Rennen. Ach, wisst ihr was, Leute? Wir fahren noch ein Rennen. Zu einem in Eden Shores und bearbeite deine Highlights. Schade, ich hatte echt Spaß. Du kannst auch weiter Rennen fahren, wenn du willst. Es gibt nur eine Regel. Wenn die Cops kommen, häng sie ab. Sonst machst du dir nie einen Namen. So, okay, die Cops sind hinter uns. Alles gut, aber wir fahren ja eh jetzt das Rennen, also alles cool. Einmal hier durch, da sehen wir mal hier ein paar Rennen. Das klappt doch. Wir müssen auch, glaube ich, auch gut sein, also unsere Fahrzeugstufe. Ich denke, noch passend sein, dann klappt es eigentlich bestimmt. Mal schauen. Oh, also ich bin froh, den BMW genommen zu haben. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Sprintrennen in Nitration. Okay. Erster Platz müssen wir wieder werden. Okay, kriegen wir hin, Leute, kriegen wir hin. Was geht's? Deine erste Nacht und du gibst richtig Gas.
Geben wir auch richtig Gas, weil wir brauchen ja auch noch ein bisschen Cash und ein bisschen Reputation. Nur halt die Cops dürfen halt nicht kommen. Das wäre natürlich nicht so toll, aber wir werden mal sehen. So, wenn wir hier ein bisschen Rennen fahren, nehmen wir auch ein bisschen, wie gesagt, Geld mit und können wir auch mehr Tuning-Teile. Oh, okay. Freischalten. Kaufen und so. Ich weiß gar nicht, ob man die Teile freischalten muss, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Na gut, wir müssen wieder erstmal das Rennen hier erstmal gewinnen. Und dann können wir gerne nach Hause. Gehen wir schön ins Bett und können dann wieder schlafen und dann wieder am nächsten Tag wieder fahren. Oh, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Wieso soll ich die Karte öffnen? Ich bin noch im Rennspiel, also ich will die Karte jetzt nicht öffnen. So. Okay, am Hero. Nein. Checkpoint verpasst. Oh, gut, wenigstens zählt das noch. Hat schon echt Angst gehabt, dass es nicht gezählt hat. Aber nun gut, wir schaffen es, Leute. Wir sind gerade in Downtown, okay. Jetzt können wir uns wenigstens ein bisschen die Stadt hier mal angucken. Aber es wird schon, Leute, es wird schon. Okay, hier ist wenigstens eine Abkürzung. So, okay. Noch ein Viertel noch der Strecke, dann haben wir es. Ich denke mal, wir haben das Rennen bestimmt gewonnen. Dann warten wir mal, also wir schauen einfach mal. Okay, 500 Meter noch. Ja gut, das haben wir jetzt englisch locker im Casten, außer irgendeiner meint jetzt, ja, oh, okay, das war noch Glück. So, und ins Ziel. War doch locker flockig. Ja gut, sind die ersten Rennen, also sind sowieso okay, einfacher. So langsam solltest du echt von der Straße runter. Fahr zu einer der Adressen, die ich dir geschickt habe. Okay, ja, wir gehen jetzt nach Hause. Keine Sorge, keine Sorge. Wir können eigentlich auch hier hin, oder? Versteck. Ja gut, wir können auch hier nach Hause. Das ist, glaube ich, egal, wer es ist. Zu Hause, wir glaube ich, nehmen. Zum Glück hat man hier mehrere Verstecke. Finde ich. Ich darf halt nur kein Cop kommen. Der Cops hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Ich habe ja gehört, dass es hier sehr schwer sein muss. Und ich will jetzt nicht in der ersten Nacht direkt schon, ja, mal Schlüssel abgeben. Das wäre natürlich nicht so toll. So. Okay, Cop ist hinter uns. Also alles cool. Ist ja gleich da. Und dann schaffen wir es. Oh. Okay, dann haben wir die erste Nacht wenigstens geschafft. Ist ja fast wie eine Nachtwanderung oder so. Und hier rum. Und hier muss das sein. Hier muss das Versteck sein, ja. Und aufsuchen, sehr gut. Nicht schlecht für die erste Nacht. Und du hast noch viele weitere vor dir. Ein bisschen Geld bekommen. Ein bisschen Reputation bekommen. Bei 1, okay. Wenigstens ein bisschen. Level up. Sehr gut. Wenigstens stehen wir Stufe 2. Na, fast Stufe 3 gewesen. Fast um 700 Punkte. Okay, erhöhe deine Heatstufe, um schnellere Pits zu sammeln. Mach nachts die Straßen unsicher, stütze dich in epische Verfolgungsjagden und schalte Cops aus, um deinen Heat zu erhöhen. Okay. Machen wir dann doch. Schon hunderte Views. Wir? Guck, wen ich hier hab. Oh, hey. Meine Schwester zieht die große Tour mit dir durch, ha? Huh? Kann man so sagen. Ach, nur zur Info. Wenn Racing bedeutet, am Ende in einem Streifenwagen zu hocken, ist sie der perfekte Guide. Immerhin bin ich nicht derjenige, der schon mal gesessen hat. Hey, das hat mich echt verändert. Ja, ich weiß. Du bist langweilig geworden. Jeder andere, der seine Crew verliert, würde sicher aufgeben. Oder wieder aufs College gehen. Vergiss es, Mann. Und meine Crew waren alles Schlappschwänze. Aber ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Ja, genau, das glaubst nur du. Hör zu, ich habe so einiges gehört. Die Cops greifen jetzt hart durch. Mira, la calle está caliente. Ich weiß alles über die Cops. Papi hat denselben Vortrag gehalten. Dann halte ich auch dran, Mira. Was? So wie du? Calmate, calmate. Wo wohnst du? Das ist eine gute Frage. Wie wär's hier? Klar. Hier schläft immer irgendwer. Sicher?
Pack dich auf eine Couch. Sei unser Gast. Sehr gut. Jetzt haben wir auch einen Unterschlupf, wo wir schlafen können. Finde es super, Leute. Macht den Namen abgeschlossen. Super, wir haben uns einen Namen gemacht. Immer noch ganz gut. So, Leute. Ah, okay, jetzt kommt wieder das Tuning. Okay. Okay, ja gut. Leistungstuning. Ah, Nitro haben wir jetzt. Ah, oh, sehr gut. Okay, nachts. Okay. Da könnt ihr ja gerne pausieren. Gerne lesen wollt, weil ich kenne das ja schon ein bisschen. Kann ich auch schon Mutter irgendwas machen? Mutter? Kann ich. Hab ich 10.000? Nein, okay, kann ich nicht machen. Okay, ich brauche dann wo Geld. Kann ich hier irgendwas machen? Okay, alles 10.000. Ich schätze mal, ich muss einfach nur Geld sammeln. So Leute, ich würde sagen, ich beende hier mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Du solltest nachts auf den Straßen sein. Im nächsten Part gehen wir dann weiter. Du kannst nur Geld in deinen Wagen stecken, wenn du einen Namen hast. Und ja. Wenn wir dann noch ein paar weitere Rennen machen. Ich habe erstmal Tag ausgewählt, weil. Ja, weiß nicht. Tag ist halt auch schon viel was los, aber nachts natürlich auch. Aber nun gut. Aber wie gesagt, Leute, ich wollte, wie gesagt, den Part beenden. Ich habe gehört, du hast deinen Wagen aufgemotzt. Ich wollte eigentlich Part beenden, aber... Das heißt, du meinst es ernst? Sonst wäre ich wohl kaum hier. Hör zu, wenn du in die League willst, schaffst du das nicht allein. Ja, genauso wenig wie du. Genau darüber wollte ich reden. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen, als Crew. Außer natürlich, du hast bessere Angebote. Jede Menge. Bullshit! Komm schon, was sagst du? Ich bin dabei. Perfekt. Okay, um der League näher zu kommen, brauchen wir ein Rennen gegen eine andere Crew. Erinnerst du dich an Kenny? Diesen Proll vom ersten Abend? Seine Crew, die Speed Boys, ist fällig. Ich werde ein paar Strippen ziehen, aber du musst beweisen, dass du es wert bist. Verdien dir eine Einladung. Dann zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Okay. Wie gesagt, Leute, das machen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächsten Part gehen wir dann weiter ein bisschen ranfahren. Ja, wenn es euch natürlich gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und bis zum nächsten Mal von Need for Speed Heat von Joyless from Launch.